Hi Leute! So, hier mal, ich bin hier mal in einem anderen Raum. Also ich möchte euch eine Übung geben, die ist für alle da. Und zwar deswegen, weil die baut auf der Übung, auf die wir als Body Percussion gemacht haben. Nämlich mit dem Grundschritt, den Grundschritt laufen oder den Tanzschritt laufen und dazu die schwarzen Punkte klatschen. So, erstmal, wir machen das jetzt am Set. Man kann es immer noch als Body Percussion machen, weil ich mache nichts anderes als quasi zwei Füße und zwei Arme benutzen. Also mehr ist es nicht, ne? Nur beim Set sind natürlich Sounds dabei und Sounds machen nochmal was anderes. Da spielt natürlich das Ohr dann nochmal mit und will auch Entscheidungen treffen. Wir werden mal sehen, was damit passiert. Also erstmal, wir machen das jetzt nur, ich mache euch das jetzt mal nur mit der im Gleichgewicht von den 8 Positionen. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Die seht ihr ja eingeblendet, könnt ihr einfach verfolgen, ihr kennt es ja. Und anstatt jetzt auf dem Boden zu laufen, in einem Tanzschritt, gehen wir mit den Füßen einen Walk. Das heißt, immer abwechselnd, mit rechts beginnend. Wir zählen laut mit, also 8 Schläge, 8 Positionen. Wir beginnen mit den ganz normalen, wo wir 8 Positionen tatsächlich als Zahlen zählen. Nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt schauen wir mal an, wenn wir die zweite Zählmöglichkeit, das zweite Zählmuster benutzen und wir arbeiten nach der Vorgabe, die Füße spielen nur, was schwarz geschrieben ist, also nur die Zahlen, dann würde das bedeuten, gleiches Tempo, aber nur noch 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Die Angabe, dass die Füße sich wechseln, bleibt gleich. Ja, wir zählen jetzt also 8 Noten und spielen darüber jetzt die 8. 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und 2 Nummer 2. Natürlich, nächster Schritt wäre, man kann hingehen und spielt es als 16. Das heißt, noch ein Zählmuster weiter drunter. Die Füße sind nochmal im Tempo halbiert. Das heißt, eine und zwei und zwei und. Und.
jetzt geht's weiter dann gleich mit den 7ern. Guckt euch das auch mal an, weil es gibt da eine Neuerung, auch von mir eine sehr gute Idee, natürlich wie alle meine Ideen. Tempo, ihr seht, es hat seine Tücken, in diesem Tempo zu spielen. Diese Übung ist jetzt im Augenblick, wenn ihr damit anfangt, keine Warm-up-Übung. Klar, weil ihr sie noch nicht kennt. Deswegen ist jetzt am Anfang erstmal ein Ding, müsst ihr einfach mal erstmal kennenlernen. Ne? Dann stellt ihr euch irgendwo ein, egal, bei Technik oder sowas, nehmt ihr die in den Übeplan mit rein, 10 Minuten, beschäftigt ihr euch mal damit. Okay. Oder bei Unabhängigkeit, passt eigentlich überall. Sobald es ein bisschen mehr Flow hat, kann man sagen, so, okay, das ist eigentlich eine coole Sache, will ich für Unabhängigkeit, also tatsächlich kann man es richtig da einordnen, kann man sagen, okay, ich spiele dieses Ding durch, das hat einen gewissen Flow, und ich übe jetzt auch Unabhängigkeit damit, weil ich es wirklich schaffe, die Patterns durchlaufen zu lassen, die immer durchlaufen und dazu die Variationen zu spielen. Ne? So, wenn sich das dann irgendwie gut anfühlt, das hast du jetzt 2-3 Mal gespielt, geübt im Übeplan, dann kann es dann irgendwann auch ins Warm-up rutschen, dass man einfach sagt, so, hey, ich stelle mir meine 5 Minuten ein und dann geht es los mit dem Ding. Spiele ich einmal durch, zweimal durch, dann sind 5 Minuten vorbei und dann bin ich warm gespielt, habe was gemacht für die Birne, für die Muskulatur, das Instrument hat angefangen zu schwingen und dann kann es weitergehen. Ne? Alles klar.